Mein Name ist Ulrike Lunacek, ich bin österreichische Abgeordnete der Grünen zum Europaparlament. Ich bin auch Vizepräsidentin der Grünen Fraktion und hauptsächlich bin ich Außenpolitik-Sprecherin meiner Fraktion. Aber heute hier geht es ja um Datenschutz und Privatsphäre. Ich verspreche, dass ich die Stärkung von Datenschutz und von Privatsphäre aktiv unterstützen werde. Und ich verspreche das, weil mir eine offene Gesellschaft wichtig ist, wo es wichtig ist, dass wir nicht das Gefühl haben, ständig überwacht zu werden. Was wir jetzt erleben, ist tatsächlich so etwas, wo wir ja nicht wissen, jedes Handytelefonat, jedes SMS, jedes E-Mail, überall wo wir gehen, weil man das ja mit dem Handy nachverfolgen kann, das wird alles gespeichert von Staaten und von Konzernen, die nämlich an unser Geld heran wollen und wissen wollen, wie unser Profil ist, was wir wo, warum einkaufen und warum nicht. Und Staaten, die sich, siehe der Skandal um NSA, und dank an Edward Snowden hier an dieser Stelle, die sich einbilden, dass sie angeblich gegen den Terror besser vorgehen können und gegen Terroristen besser vorgehen können, wenn sie den, ich sage dann immer, den Heuhaufen vergrößern, um eine Nadel drinnen zu finden. Das leuchtet mir als Laien schon überhaupt nicht ein. Datenschutz und Privatsphäre gehören geschützt. Und wir brauchen die notwendige Transparenz und wir brauchen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Aber es darf nicht angehen, dass Bürgerinnen und Bürger kein Recht haben, mitzuentscheiden, was von ihnen gesammelt wird, wer sich das anschaut und wer dann vielleicht über alle möglichen anderen Teile noch dann draufkommt, was ich tue in meiner Freizeit oder in meinem Berufsleben oder sonst wo. Das gehört geschützt. Ich verspreche, dass ich alle Gesetze, die den Datenschutz und die Privatsphäre, Teil 2 der Charta, unterstützen, dass ich alle Gesetze, die Teil 2 dieser Charta fördern und stärken, unterstützen werde und natürlich auch alle anderen. Und ich bin froh, dass ich in meiner grünen Fraktion hier den Jan-Philipp Albrecht habe, der die Datenschutzverordnung durch dieses Parlament gebracht hat, der es geschafft hat, hier tatsächlich viel weiterzubringen, dass unsere Daten geschützt sind. Vor allem jenen, die kein Recht haben sollen, nachzuschauen, was ich, was sie, was wir tun. Ich verspreche es.